Gut, willkommen zurück. Also, Differentialgleichungen aufstellen. Mir geht es vor allem darum, dass ihr Differentialgleichungen nicht nur immer etwas seht, was in der Prüfung irgendwie hingeschrieben ist und mit dem ich mich beschäftigen muss und nach irgendwelchen Regeln, sondern dass es eigentlich darum geht, ja, die kann ich auch selber aufstellen. Das ist eine Gleichung, wo ich so also grundsätzliche Wahrheiten, sage ich mal, grundsätzliche Zusammenhänge meines Systems einfach zusammenfüge. Schauen wir uns mal das Ganze an für so ein Federpendel. Also wenn ihr dran denkt, Federpendel, ich habe hier eine Feder hängen und dann hängt hier eine Masse dran. Und ja, wie soll ich das Ganze beschreiben? Also ich muss, ja, muss erstmal irgendwie das Ganze messen. Wo hängt denn die Masse? Okay, machen wir hier ein Lineal nebendran. Und das ist jetzt meine Position x. Gut, also ich habe eine Position für meine Federpendel. Dann wisst ihr aus der Schule noch, okay, Federkraft. Ich muss irgendwie was zu meiner Feder sagen. Also Feder, da gibt es das Hooke'sche Gesetz, da steht, die Kraft ist minus Konstante mal die Auslenkung. Gut, nehmen wir auch dazu auf in die Liste. Und dann muss ich noch was zu meiner Masse sagen. Ich habe hier diese große Masse hängen. Und da gilt einfach nur das Newton'sche, das Trägheitsgesetz, also die Kraft, die wirkt, ist Masse mal Beschleunigung. Und Beschleunigung ist jetzt kein, als A ist es jetzt keine gute Art, das auszudrücken, sondern Beschleunigung nehmen wir gleich auf als die zweite Ableitung nach der Zeit von unserer Position. Ja, wissen wir ja, erste Ableitung ist die Geschwindigkeit, zweite Ableitung die Beschleunigung. Also jetzt haben wir Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Und alles, was ich jetzt mache, ist, ich füge das zusammen. Ich sage, also die Kraft von Newton, die Trägheitskraft, die muss im Gleichgewicht sein mit dem Hooke'schen Gesetz. Also ich füge im Prinzip nur die zwei großen physikalischen Gesetze aneinander, die ich in jedem Buch nachschauen kann. Und schon steht meine Differentialgleichung da. Das ist die Idee des Ganzen. Und ich muss jetzt weder sagen, wie ich das ganze System anschiebe, wie es sich momentan bewegt oder wie es genau funktioniert. Ich muss nur die Grundsätze, die Grundprinzipien, die muss ich beschreiben. Und in diese Differentialgleichung steckt jetzt quasi das ganze Wissen über dieses System. Und ja, wir könnten jetzt, haben wir ja gerade gesehen mit den Vektorfeldern, wir könnten jetzt das Vektorfeld dazu zeichnen. Und da kann es natürlich sein, wie wir es vorhin gesehen haben, dass mehrere grundverschiedene Bewegungsformen gibt, ja, wie beim Fadenpendel, wo wir mal so hin und her pendeln hatten oder diese Überschläge. Also es kann durchaus komplexe Lösungen erlauben, so ein System. Aber wir haben einfach mal durch die Gleichung alles in ihrer Gesamtheit erstmal erfasst. Und dann kann ich natürlich hergehen und sagen, okay, wir erweitern das Ganze. Ich könnte ja sagen, es gibt noch andere externe Kräfte. Ja, ich kann dann sagen, das ist nicht nur das Hooke'sche Gesetz, sondern da wirkt noch was anderes. Meinetwegen eine Reibungskraft. Ja, Reibung ist irgendein Koeffizient R mal eine Geschwindigkeit. Ja. Im schwierigsten Fall könnte ich jetzt auch sagen, also bei kleinen Geschwindigkeiten ist es ja linear R mal x Punkt. Wenn ich jetzt so an Luftreibung im Fahrrad oder mit dem Auto denke, dann wird das Ganze ja auch quadratisch. Ja. Doppelte Geschwindigkeit heißt viermal so viel Energie, die ich reinstecken muss. Dann hätten wir jetzt gleich eine sehr komplexe Differentialgleichung. Das wird einfach hier hinten mit dran kommen, x Punkt zum Quadrat. Also die wäre schon mal nicht linear, da würde ich mich schwer tun, aber wir könnten zum Beispiel ein Vektorfeld für so etwas leicht zeichnen und sehen,
wie so im Prinzip sich das Ganze verhält. Also so kann ich das sehr schön erweitern und dann kann ich natürlich noch andere Sachen da, dazu fügen. Ja, könnte noch einen Magnet dran halten, der hat auch irgendwie eine Kraft und ich musste einfach nur alle hier hinten mit anreihen, die Dinge, die das Ganze beeinflussen, bekomme einfach die Gleichung. Gut, versuchen wir ein Beispiel, das mal nichts mit Physik zu tun hat, damit auch nicht so wirklich viel Vorwissen verlangt ist. Es geht einfach um euren Kontostand. Also, wir haben ein Konto bei einer Bank mit kontinuierlicher Verzinsung, aber der Zinssatz Z von T, der kann sich verändern. Ja, also wenn ich zum Beispiel 5% Zinsen im Moment habe, dann ist Z von T 0,05. Und ja, was habe ich jetzt für Zutaten? Also ich habe meinen Kontostand, den nenne ich K von T, das ist die Funktion, wie viel Geld ich habe. Und ich habe eine Zinsfunktion, Z von T, wie viel Zinsen ich bekomme. Und jetzt ist eure Aufgabe, da eine Differentialgleichung aufzustellen, die quasi das Zinseszinsverhalten eures Kontos beschreibt. Und als kleiner Hinweis, überlegt euch erstmal, wie das mit den Zinsausschüttungen funktioniert und wie die mit K oder mit den Ableitungen von K zusammenhängen. Habt ihr eine Idee? Ja, schauen wir es uns mal an. Also der Grundgedanke ist ja, wenn ich Zinsen bekomme, die Zinsausschüttung, das ist die Veränderung meines Kontostands. Dann machen wir es mal so als Säulendiagramm. Wenn das hier mein Kontostand ist, dann kriege ich ja auf das Geld, das ich habe, bekomme ich irgendwie meinetwegen 5% Zinsen obendrauf. Ne? Das wird ja obendrauf gesetzt. Also das ist sozusagen hier so ein Delta K. Ne? Eine Veränderung, etwas, was drauf kommt. Und jetzt ist nur noch die Frage, wie berechnet sich die Zinsausschüttung? Naja, das ist der Zinssatz mal den Kontostand. Also wenn ich mehr Geld habe, bekomme ich mehr Zinsausschüttung. Wenn der Zinssatz drauf geht, bekomme ich für den gleichen Kontostand auch mehr Geld. Also die Formel, die sich da ergibt, ist ganz leicht. Die Veränderung von meinem Kontostand K Punkt, ja, also die erste Ableitung, so steigt mein Kontostand, das muss Zinssatz mal Kontostand sein. Ja, Differentialgleichung erster Ordnung und so sieht das Ganze aus. Und wenn, ja, jetzt könnten wir kennen Z von T, kennen wir nicht, wir könnten einfach mal einfach halt halber sagen, das ist fix 0,05. Und dann würden wir sehen, wenn wir das Vektorfeld zeichnen würden, also hier habe ich die Zeit und hier habe ich K, dann würden wir hier so exponentielle Kurven bekommen. Ja. Denn ja, beim Zinseszins haben wir exponentielles Wachstum. Beim konstanten Zinssatz. Gut, machen wir noch ein Beispiel. Jetzt mal was aus der Elektronik. Ich habe da alles schon mal vorgegeben. Also was haben wir? Wir haben hier eine Batterie mit 2 Volt, einen Widerstand und einen Kondensator. Und wir wollen wissen, ich habe hier so ein Spannungsmesser. Das hier ist mein Spannungsmesser, welche Spannung an meinem Kondensator abfällt. Also ich messe hier, ich halte die Kabel von meinem Spannungsmesser links und rechts an den Kondensator hin
und schaue, was angezeigt wird. Ja, wie kann ich das Ganze beschreiben? Was ich aus der Physik weiß, ist, die Kirchhoffsche Regel sagt, wenn ich einen geschlossenen Stromkreis durchlaufe, muss die Summe gleich 0 sein oder die Batteriespannung muss die gleiche sein wie die Spannungen, die jeweils abfallen. Also 2 Volt muss die Spannung am Widerstand UR sein plus die Spannung, die wir messen wollen, die am Kondensator. Was brauche ich noch? Ich weiß um Kondensator die Ladung. Q ist die Ladung. Die Ladung, die da drauf ist, ist Kapazität C mal die Spannung. Ich weiß, ein Strom entsteht durch die Änderung von der Ladungsmenge. Also klar, wenn Ladung weniger wird, dann muss ein Strom fließen. Also es muss ja irgendwo hinfließen, meine Ladung, meine Elektronen. Und ich weiß, Spannung ist Widerstand mal Stromstärke, das Ohmsche Gesetz. Also im Prinzip hier so 4 Grundweisheiten, die ihr alle aus der Schule kennt. Und jetzt muss ich die zusammenfügen, um eine Differentialgleichung für meine Spannung U von T, die ich hier haben will, ja, diese hier zu bekommen. Also versucht es mal zusammenzufügen. Habt ihr es geschafft? Das hier sollte rauskommen. Wie geht's? Ja, ich fange an. Das ist ja mal die grundlegende Regel. Also meine 2 Volt von der Batterie, die müssen abfallen am Widerstand und am Kondensator. Und jetzt ist es so, ja, die Spannung, die am Widerstand abfällt, die muss ich irgendwie ersetzen. Also, dass ich hier eine Gleichung mit U habe, das ist schon gut, ja, U von T, aber der hier stört mich, dieser UR, den will ich loswerden. Also den will ich ersetzen und da kommt mir ganz gelegen das Ohmsche Gesetz, da kann ich sagen, den UR, den ersetze ich durch R mal I. Okay, also das R mal I. Ja, R ist konstant, I ist eine Funktion der Zeit. So, jetzt bin ich noch nicht weit gekommen. I von T ist auch unbekannt, kann ich auch nichts mit anfangen. Aber ich kann den Strom, kann ich ja als Ableitung von Q beschreiben. Okay, also machen wir I von T weg und ich schreibe da Q-Punkt. Und jetzt, ja, habe ich immer noch eine Funktion Q, die unbekannt ist, die mir nicht hilft. Und jetzt kommt meine Kondensatorgleichung hier noch zu Hilfe, die sagt, ich kann Q als eine Funktion von meiner Spannung ausdrücken. Okay, also jetzt kann ich das Ganze nochmal umschreiben. R und aus Q-Punkt, also wenn Q gleich C mal U ist, dann ist Q-Punkt ist C mal U-Punkt. Ja, die Kapazität C, die hat keine Ableitung, ist nur eine Konstante, aber die Spannung U hat eine Ableitung und plus U von T schreibe ich ab. Und jetzt habe ich die Differentialgleichung, das ist genau die, die hier unten steht. Und jetzt können wir rechnen und ja, wieder erste Ordnung. Wir würden sehen, da kommen wieder Exponentialfunktionen raus. Haben wir vorhin gesagt, Kondensator, da fließt die Ladung exponentiell ab oder auch drauf, je nachdem, wie wir starten. Wunderbar, also ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen so einen Einblick bekommen, wie ich Differentialgleichungen aufstelle, wie ich hier so die Grundsätze meines Systemverhaltens einfach zusammenfügen kann und dann ja, müssen wir das Ganze nur noch lösen. Darum werden wir uns nächstes Mal, mit dem werden wir uns nächstes Mal beschäftigen. Bis dahin, eine gute Woche. Ciao.